Abstrakte Formen und scharfe geometrische Designs haben den aus China stammenden Architekten Yu Mingpai im Westen zum Star gemacht. Er wurde 102 Jahre alt. Berühmt wurde der Pritzker-Preisträger unter anderem mit der Gestaltung der Glaspyramide am Louvre in Paris. Gefördert von Walter Gropius, dem exilierten Gründer des Bauhauses an der Graduate School of Design in Harvard, gilt Pai den Anhängern der klassischen Moderne als deren Vollender. Pai war schon mit 17 zur Ausbildung in die USA gezogen. Als letztes Meisterwerk gilt das Museum für Islamische Kunst im Emirat Katar. Zuvor war es unter anderem die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, USA. Zwischendurch hätte die Lust am Bauexperiment seine Firma fast ruiniert. Beim 240 Meter hohen John Hancock Tower in Boston fielen bei jedem Sturm riesige Scheiben aus der Fassade. Sei es drum, die Bank of China in Hongkong glitzert auch wieder wie ein Kristall.